empfangen Sie unsere herzlichen Grüße. Es war ein so unglaublicher Prozess, dass ich hoffe, dass jeder, der mit mir den Abschluss machen, die gleiche Freude empfinden und diese großartige Erinnerung an die Schule für immer bewahren werde. Endlich haben wir diese wichtige Stufe in unserem Leben abgeschlossen und wir sind davon überzeugt, dass die Familie das ideale Umfeld für die tiefgreifendste Entwicklung der Person, der Einstellung zum Leben, der Ausbildung und der Persönlichkeitsentwicklung ist. Neben der Familie spielt das Bildungssystem eine wichtige Rolle. Es ist eine Realität, dass uns die Schule inmitten dieser Krise, die wir aufgrund der Coronavirus durchmachen, gezeigt hat, dass wenn wir vereint sind und durchhalten, alles erreicht werden kann und wird. Es ist eine große Ehre, in der deutschen Schule unseren Abschluss machen zu können, denn die Richtlinien, die sie uns auferlegt, bestehen darin, junge Menschen in Altruismus zu erziehen und Werte zu vermitteln, die es uns als jungen Menschen ermöglichen, die größten und wunderbarsten Menschen und Fachleute zu sein, die auf diesem Planeten gebraucht werden. Die Schule hat uns erzogen, der Welt beizubringen, dass wir fähig sind, uns zu engagieren und eine Welt zu schaffen, in der es sich lohnt zu leben. Wir möchten auch all den Menschen danken, die uns seit unserer Kindheit bei der Organisation unserer wunderbaren deutschen Schule geholfen haben. Diese Abschlussfeier ist das Ergebnis der Bemühungen unserer Eltern, Geschwister, Freunde, Lehrer, Direktoren, Verwaltungs- und Reinigungspersonal. Lass uns nie vergessen, dass Gott uns geschaffen hat, um Gewinner und glücklich zu sein. Lass uns unseren Weg mit erhobenem Haupt fortsetzen, um den nächsten Kämpfen entgegenzutreten, die vor uns liegen. Lass uns dafür kämpfen, auf dem Weg des Guten zu sein, zugunsten einer gerechteren und brüderlicher Menschheit, um eine bessere Welt zu verlassen. Lassen Sie uns unsere Aktivitäten mit Freunden durchführen. Lassen Sie uns eine blühende Zukunft planen mit Liebe und Hingabe. Und lassen Sie uns die Früchte eines neuen Lebens, des Glücks und der Erfolge ernten. Lassen Sie uns leben, um im Leben alle Menschen, denen wir in unserem Leben treffen, einen Unterschied machen. Heute lehrt uns das Coronavirus, dass wir nicht so viele Dinge brauchen, um glücklich zu sein. Diese Krise macht keinen Unterschied zwischen den Menschen und betrifft alle gleichermaßen. Es zeigt uns, dass es auf die Gesundheit alle ankommen und darauf, unsere Träume, Ziele und Illusionen erfüllen zu können. Aber es macht uns klar, dass wir ohne Gesundheit und Resilienz nichts erreichen werden, dass wir in Zukunft eine historische Förderung sein werden. Wir danken unseren Familien und den deutschen Schulen, unserer zweiten Heimat. Beide werden für immer in unseren Herzen bleiben.